Hallo Leute, und das muss ich jetzt filmen, weil es einfach wundervoll ist. Ist das nicht wundervoll? Einfach geil und mystisch hier. Einfach genial. Am besten gefällt mir hier der Baumstamm mit dem Pentagramm. Ein Pentagramm ist wirklich das Schönste, was es gibt. Und ja, es sieht einfach mal genial aus. Dann ein Stamm mit einem Kobold oder was das auch immer sein soll. Die Simia hat eigentlich Wundervolles zu bieten. Alleine schon an Pflanzen und Sehenswürdigkeiten hier. Es ist wirklich wunderschön hier und man kann hier nur staunen. Wir gehen jetzt mal hier rein. Geil, einfach nur geil. Geil, 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 geil. Alles so mystisch und geheimnisvoll. So was müsste man mal real irgendwo finden. Oder ein Dimensionsportal durchschreiten. Ich glaube, ich würde mich an so einem Ort wohlfühlen. Irgendwie strahlt das hier totalen Frieden aus. Die magische Halle über uns, die komplette Galaxis. Komplette Sternenhimmel. Es ist einfach geil. Einfach nur gut gemacht. Man kann hier über diese ganze Vielfalt sich nicht beschweren. Und hier, das könnte auch ein Hobbithaus sein. Die Hobbits, die Hobbits. Hier ist nur ein Öbchen, ein Zwergenhaus. Schöner wie das andere. Man kann diese Gegenstände, wenn man das nötige Kleingeld und ein Stück Land hier hat, auch kaufen. Man kann auf jeden Fall sehr schön seine Sim damit verschönern. Weil das ist hier nicht irgendein Scheiß, sondern es ist wirklich geil hier. Hier, das wäre was für Gerhard Schröder. Gib mir mal ein Bier, gib mir mal ein Bier. Schluck, schluck, schluck.
Ach, hier ist ja eine Zwergin und ihr Mann liegt besoffen auf dem Boden. Die haben da ganz schön randaliert, wie man sieht. Und da unten ist der besoffene Bruder Tuck. Der kostet den Wein. Das ist eine Taverne. Das hier ist auch wunderschön. Und hier drinnen steht womöglich Dornröschen. Oder wer das auch immer ist. Nein, hui. Zwei Vampire stehen hier. Ja, ist schon witzig das Ganze. Ab durch die Hecken. Es gibt hier schöne Sachen. Und ich melde mich gleich wieder im zweiten Teil von hier.